Shazam? Nee. Aber ich merke mir immer ein, zwei Lyrics oder einen Satz und dann schreibe ich den Satz bei Google ein. Switch? Hm? Ehrlich? Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ja, doch. Hey Leute! Hallo! Was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spielbibel-Kanal! Leute, heute haben Ellie und ich unsere Handys hier. Und ganz ehrlich, heute wird es ein interessantes Video, denn heute erfahrt ihr etwas über uns und zwar, was sagen unsere Handys eigentlich über uns aus? Ja, genau. Das machen wir heute und Claudio kam eben zu mir und meinte so, ja Ellie, komm, wir machen das. Und ich war so, ja okay, gut, ja, bitteschön, hier ist mein Handy und... Weil, ganz ehrlich, man muss auch sagen, Freunde, ich glaube auch von jedem Menschen ist das Handy so quasi sein Schmuckstück. So. Das schon, man kann, ja, man kann schon viel anhand des Handys... Ja. Das fängt ja schon äußerlich an hier, mit der Hülle zum Beispiel. Genau. Also was erfahren wir denn hier schon mal als Beispiel? Du magst so Glitzer-Flieder-Sachen. Genau, Flieder, Glitzer. Schön, Glitzer-Girly und so. Und, ja, und was merkt man bei mir? Anime. Ja. Ich mag Animes. Das ist Dragon Ball Z, das ist so ein Goku, als er noch ein kleines Kind war. Ja, und ich merke Ellie schon raus. Genau, ich mag Animes und Ellie mag eher Flieder und so. Schön. Ja. Komm. Schön. Du, komm. Ich würde sagen, wir gehen mal auf unsere Startseiten. Ihr kriegt jetzt auch Screenshots eingeblendet. So, fangen wir mal mit der Startseite bei Jan. Was kommt bei dir als erstes raus? Bei mir ist das hier meine Startseite. Also, weil es sieht ja anders aus. Ah, ne? Okay. Bei iPhone und nicht iPhone. Ja. Das ist bei mir die Startseite, sieht so aus. Also ich habe auch nur zwei Seiten, ich habe drei Seiten mit Apps. Eins, zwei, drei. Auf jeden Fall, das ist meine Startseite. Ich habe einen schönen Hintergrund, ne? Komm, wir vergleichen mal die App auf deiner Startseite. Dass ich keinen peinlichen Hintergrund habe, ganz zufällig. Ich habe von Aladdin den Hintergrund. Aladdin? Ja, die Screenshot wird doch eingeblendet. Heißt das nicht Aladdin? Aladdin, ja. Aladdin, okay. Genau, ich habe WhatsApp auf der Startseite. Du vermutest ja auch, oder? Ja, WhatsApp ist bei mir unten. YouTube? Ja, auch auf Instagram? Ja, sicher. Spotify? Ja, normal, das ist das Wichtigste. Jetzt gibt es schon einen Unterschied. Ich habe Netflix noch. Ich auch, aber also ich habe auch Netflix. Ich gehe, soll ich eine Seite weitergehen? Da ist Netflix bei mir. Aber ich habe noch Netflix auf der ersten Seite. Ich habe auf der ersten Seite meine wichtigsten App. Und da habe ich die Outlook-App, also hast du auch, oder? Deine Startseite. Genau, bleiben wir erstmal auf der Startseite. Dann habe ich noch Amazon Shopping. Die Amazon-Seite. Das ist bei mir auch auf der nächsten Seite, weil so wichtig ist das jetzt mir nicht, ne? Okay. Twitch? Ich hab Twitch. Nee, Twitch habe ich nicht. Damit habe ich nichts am Hut. Ja, sehe mich einen Unterschied. Ich bin voll oft auf Twitch unterwegs. Ich gucke mir viele Streamer an. Ja, die Teams-Apps habe ich noch hier. Genau, die brauchen wir wegen der Arbeit, weil wir hier mit Teams kommunizieren untereinander. Disney Plus? Habe ich auch. Tatsächlich, das ist der. Also, ich habe Disney Plus auf der letzten Seite, auf der dritten Seite. Das ist der Account von meinem Papa tatsächlich. Ah. Weil mein Papa ist auch großer Marvel-Fan und der hat sich deswegen Disney Plus geholt. Mhm. Und ich habe mich da jetzt mit reingesneakt und schau ab und zu mal vorbei, aber kein Marvel. Also, ich gucke da so, keine Ahnung, ich habe da einmal reingeguckt. Ich habe halt so Toy Story und so Susi und Streu. Ich habe so voll Disney Plus geguckt. Geil. Ja, Hammer. Ja. Ja, liebe Grüße an Ellies Papa. Ja. Genau. Liebe Grüße. An dieser Stelle. Und ich habe noch Snapchat auf der Startseite. Ich hab gar kein Snapchat. Du hast gar kein Snapchat. Freunde, Ellie verpasst die besten Filter. Ja, da gibt's die besten Filter. Ich brauch keine Filter, hallo? Also das Ding ist, also ich hatte mal Snapchat, als das mal so raus, als das also vor zigtausend Jahren. Mein Account besteht noch. Ja. Aber ich nutze es nicht. Wenn ich da mal wieder reingehe, ich war, glaube ich, seit zwei, drei Jahren nicht. Vielleicht habe ich ein paar Snaps bekommen in der Zeit. Ich weiß es nicht. Ja. Aber ich muss sagen, ich hab, also wo ich die App hatte, habe ich nie jemanden Snaps geschickt. Und ich habe auch nie Snaps bekommen eigentlich großartig. Ich weiß nicht. Ja, anfangs habe ich die App auch nicht verstanden, aber da hat mir jetzt Also wenn ich jemandem ein Foto schicken will oder eine Nachricht, dann mache ich das einfach so über WhatsApp. Ja, gut. Ja. Ehrlich. Na gut, komm, wir gehen mal weiter. Wir gucken mal, ob Apps die besonders vielleicht hervorstechen. Ah, TikTok habe ich auf der zweiten Seite. Hast du auch TikTok? Ja, vermutlich. Du musst ja TikTok haben. Ich habe TikTok, genau, weil wir das hier halt so brauchen. Ja, genau. Also ich, wenn wir nochmal zurückgehen, also ich habe hier gut Kalender, gut Fotos, ist jetzt nicht so wild, ne? Aber benutzt du auch den Kalender? Nein. Ich auch nicht, okay. Eigentlich das hatte ich absolut gar nicht. Also YouTube, Spotify haben wir durch. Ich habe die Sparkassen-App. Habe ich auch. Online-Banking, ganz wichtig. Das ist sehr mühsam, dann extra immer zur Bank zu laufen. Also die Sparkassen-App habe ich. Ich auch. Ganz cool. Ansonsten, was ist denn noch hier so? Shazam? Nee, aber habe ich nicht. Wie, du hast kein Shazam? Ich habe kein Shazam. Wie kannst du dann die Lieder, also die Songs erraten, wenn mal was... Ich habe kein Shazam. Ja, ich... Machst du das? Seitdem ich das mache, ich merke mir immer ein, zwei Lyrics oder einen Satz und dann schreibe ich den Satz bei Google ein. Also, besucht danach. Leute. Habt ihr auch keinen Shazam? Schreibt es in die Kommentare, weil ich glaube, das hat jeder und ich glaube, das benutzt auch jeder. Sagt mal ehrlich. Hast du Shazam? Siehst du? Da sind schon zwei Leute. Ja.
Ich weiß nicht, wie ihr euer Leben in den Griff bekommt ohne Shazam, weil ich könnte mein Leben nicht in den Griff bekommen ohne Shazam. Was hast du da noch so Tolles? Also, wir hatten Shazam. Ich habe eine App, die du mit sich... Also, das wird nicht die einzige sein. Ich habe zum Beispiel auch die App Thriller. Kennst du das? Ja, kann man Videos machen, aber habe ich nicht. Mega nice. Cool, oder? Richtig cool, Thriller. Also, das nutze ich auch, weil also TikTok benutze ich persönlich jetzt, also nach der Arbeit, privat jetzt nicht. Ja. Thriller schon. Cool. Einfach nur, weil ich das total cool finde, weil man da... Weil da werden die Videos so cool zusammengeschnitten. Also so, du kannst, keine Ahnung, 5 Videos machen, die werden zu einem und dann kommt immer so ein Clip von da, 10 Sekunden von da. Das ist irgendwie ganz cool. Das ist so, als würde man die Videos selber zusammenschneiden, man spart sich nur die Arbeit. Deswegen. Naja, anyway, ich habe auf jeden Fall eine App, die du auf jeden Fall nicht haben wirst. Welche? Und zwar Steezy. Und das wird dir auch nichts sagen. Was für eine App? Steezy ist eine App, die mit Tanzen zu tun hat. Das ist quasi eine Tanz-App. Und zwar ist das eine Plattform, Steezy heißt das, da kann man halt Unterricht nehmen. Und da muss man halt für zahlen und man kann dann halt quasi so Online-Kurse mitmachen. Es gibt 1000 Videos, es gibt jedes Genre von Hip-Hop, Ballett, Breakdance. Jeden Tanzstil gibt es eigentlich, kann man damit lernen. Mega cool, man kann Programme mitmachen und so ein paar Kurse und so, das ist richtig cool. Und kann ich eigentlich nur empfehlen. Krass, ja, das dafür zahlt, ja, ist, ja, das nutze ich, das ist ziemlich cool. Aber ich will mal eine App erwähnen, die habe ich zum Beispiel, die heißt Simple Scanner. Das kenne ich nicht. Genau, das ist eine App, Freunde, vielleicht an diejenigen, die noch zur Schule gehen, ein richtig cooler Lifehack, weil... Ihr kennt es ja vielleicht, ihr habt ja keinen Scanner einfach. Und dann nehmt ihr einfach euer Handy, Simple Scanner heißt es, dann scannt ihr einfach die Sachen ein und ihr könnt die sogar zurechtschneiden und es sieht perfekt aus, als wäre es eingescannt worden. Wirklich. Warte, ich guck mal, ob ich noch ein Beispiel habe, um dir das zu zeigen. Leute, meint ihr, Claudio weiß auch, dass man einfach Sachen abfotografieren kann und auch zurechtschneiden kann? Ja, aber Moment, abfotografieren ist ja ein bisschen wack. Guck mal, siehst du, das sieht gut aus. Also klar, Oma wird jetzt nicht gut ausklingen, aber das sieht gut aus, oder? Sieht aus wie gescannt. Das sieht tatsächlich aus wie gescannt. Sag ich doch. Und Simple Scanner Point, also wie gesagt, klar, man kann auch ein Foto machen, aber ja. Warum einfach, wenn es auch mit einer App schwieriger geht, ja, ne? Genau. Simple Scanner. Leute, ihr wisst Bescheid. Das ist ein guter Tipp. Ansonsten habe ich noch Soundcloud. Boah, nee, hab ich nicht, aber Soundcloud kenne ich. Was hörst du denn auf Soundcloud? Auf Soundcloud gibt's die beste Musik, Leute. Glaubt mir. Ihr werdet mir später dann Soundcloud. Spotify hast du doch. Ich habe auch Spotify, auf Soundcloud gibt's alles das, was es auf Spotify oder Apple Music oder wie auch immer diese ganzen Sachen heißen, gibt. Da sind halt super viele DJs, die ihre Musik da online stellen. Und das heißt, es gibt richtig viele coole Mixe, Remixe und einfach Soundcloud ist gerade so beim Hip-Hop-Tanzen ist so das Ding. Also gerade fürs Freestyle-Tanzen. Also das ist wirklich, könnte ich nur empfehlen. Also ich habe eine App, die hast du sicherlich nicht auf deinem Handy. Es kommt irgendwie so eine Kinder-App. Roblox. Ich habe wirklich die Roblox-App auf meinem Handy. Weil ich früher meine Pets, also in der Doppel meine Nerven-Pets ausgewachsen habe, habe ich auf meinem Handy auch gespielt und dann, ja, habe ich die Roblox-App auf meinem Handy. Freunde, ganz ehrlich, das, mein kleiner Bruder hat das auch, aber wir lassen das einfach so stehen. Ja. Dann habe ich noch Lieferando. Habe ich nicht als App, weil ich gehe immer auch online. Also ich gehe einfach immer auf die Seite. Ehrlich, warum machst du das so kompliziert? Wie kann man dann auf die Seite gehen? Weiß ich nicht. Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ja, doch. Ansonsten habe ich noch Prime Video auch. Ja, klar. eBay Kleinanzeigen. Habe ich auch eBay Kleinanzeigen. Amazon hatten wir schon. Vinted. Ja. Und da haben wir sogar heute Morgen schon drüber gesprochen. Dann habe ich auch. Dass wir Vinted nutzen, weil du hast was erzählt von Vinted und da habe ich auch erzählt von Vinted. Vinted, du warst früher mal, wie ist das, Kleiderkreisel, oder? Richtig. Ich habe Kleiderkreisel, da war ich früher sowas von aktiv. Ja? Ja, auf Vinted habe ich noch nie selber was gekauft, aber was verkauft. Nee, ich habe nur gekauft bis jetzt. Finde ich richtig gut. Vielleicht warst du ja der Käufer von meinen Sachen, die ich, genau. Ich habe Schuhe verkauft. Ja. Ansonsten, TikTok haben wir besprochen, Disney Plus. Ich habe Bolt noch, die App. Bolt ist ja so wie Tier oder Lime, ist diese ganzen E-Scooter, die so auf der Straße, die man da so finden kann. Genau. Ja, und es gibt ja auch diese Tier-App, ist glaube ich hier jedenfalls bei uns sehr verbreitet. Ja, und ich habe halt diese Bolt-App. Ja, ich habe zum Beispiel noch eine App, die heißt Duolingo. Da kann man Sprachen lernen, aber ich muss sagen, bis jetzt habe ich keine gute App gefunden, die gut Sprachen beibringt, echt? Also die kostenlos ist. Weil das Problem ist bei vielen Apps, du machst die ersten Kurse mit, dann denkst du, okay, cool, ja. Das war noch einfach und dann willst du weitermachen, dann steht da ja Geld bezahlen und ganz ehrlich, bei manchen ist es halt überteuert. Ist doof dann, ne? Ja, ist wirklich doof. Dann lieber über YouTube lernen. Ja. Und genau. Die letzte App, die jetzt hier vielleicht noch so spektakulär ist, die heißt Spitzensticker. Damit kann ich Sticker erstellen für WhatsApp und ihr müsst wissen, Leute, wir hier, also wir haben super viel Sticker von uns, ne? Also das ist meiner ist Sticker Maker. Okay.
Wir haben wirklich sehr viele, also Meme-Material, ja. Ganz viel. Ja, ganz, ganz viel. Ihr müsst wissen, wenn irgendein witziges, also wir schauen uns die Videos an und wenn da irgendwie so ein witziger Ausschnitt ist, machen wir direkt einen Screenshot und dann wird daraus ein Sticker in die Gruppe geschickt. Ich habe richtig viele Sticker von René. Also du siehst ja hier schon überall René. Da ist, es gibt eine ganze Sammlung, die heißt einfach nur René. Guck mal, ein das Album. Zum Beispiel ist gut. Ah, René, guck mal hier, wie findest du das? Hallo. Ja, das finde ich sehr, sehr gut. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Sticker. Ich finde auf jeden Fall den Clown-Sticker von mir auch richtig super. Ja. Ja, genau, dann habe ich ansonsten noch die PS-App, also die PlayStation-App. Da kann man so Nachrichten schreiben über PS. Also, I see. Genau, da merkst du halt Gamer-typisch. Brawl Stars habe ich auf dem Handy, habe ich mal früher gezockt, Brawl Stars. Aha. Clash of Clans habe ich auf dem Handy. Du hast die H&M-App, sehe ich hier gerade, also hier. Aber ich nutze die nie. Ich nutze die nur, weil meine Schwestern dort was bestellen. Also, ja. Nicht schlecht, Leute. Also, es sind ein paar Überschneidungen da. Und ein paar auch nicht, ne? Ja. Aber so die Grundbasis an Apps, die ist gleich bei uns. Ansonsten habe ich noch Trivia Party, das ist so eine Snapchat-App, da kann man so, das ist so ein Quizspiel, kann man spielen. Und Hey Day habe ich noch auf dem Handy und Clash of Clans. Das heißt, du merkst bei mir Gaming. Ja. Boah, ich merke schon, ich guck gerade, aber nee, ich habe echt nichts mehr, nichts Spektakuläres. Bei mir sind da viele Apps, wo man Sachen einfach guckt, da merkt man, ich bin echt ein, Oh, guck, vier Bilder einfach. Sogar die Eventim-App hast du. Ja, muss ich mir holen, wegen dem Achievement-Konzert. Ich war ja mit Eva und Felix auf dem Ed Sheeran-Konzert und Kathi und ja, aber auch die Eventim-App. Genau. Ja. Ja, also du merkst, bei mir sind viele Spiele ja. Und bei dir sind halt, Ich habe nicht ein einziges Spiel, aber ich muss sagen, mein Speicher ist jetzt schon voll. Ich habe nicht so viele Apps, aber mehr geht auch nicht. Aber ich habe auch so viele Videos und so, also mein Speicher ist ständig voll, also noch eine App mehr wird gar nicht funktionieren bei mir. Ja. Und ich war noch nie der irgendwie so gezockt hat beim Handy oder so, da habe ich keine Lust drauf. Ich will mal gucken, ob man gucken kann, ob man, welche App man am meisten nutzt. Ich will mal gucken, ob man... Ja, man kann das schauen, wo man am meisten Zeit verbringt. Mal, bei mir weiß ich schon, was es ist. Ich muss gar nicht gucken. Bei mir ist es Insta. Ehrlich? Ja. Wo kann man das denn gucken? Leider ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir geht, weil ich habe ja ein iPhone. Genau. Ich kann es euch sagen. Die App, die ich am häufigsten nutze oder am meisten nutze, ist Spotify. Dann kommt TikTok, dann kommt Snapchat, dann kommt Google-Suche, dann mein E-Mail tatsächlich, dann Prequel und dann WhatsApp und so. Also WhatsApp, Roblox tatsächlich auch viel. Ja, krass. Das sind die Apps, die ich am meisten nutze. Ja, mir kann ich das jetzt gerade nicht sehen. Ich habe das mal ausgestellt, diese Bildschirmzeit, weil mich das genervt hat. Ja. Aber ist ja auch egal. Aber Moment, Freunde, wir sind etwas unterschiedlicher. Wie gesagt, ich bin eher der Gamer, du bist eher so der, tatsächlich Real-Life-Typ. So, du gehst tanzen, ja. Ja, Real-Life. Ja, genau. Also ob ich nur zu Hause bin und zocken. Ja, nach der Arbeit noch. Ja, genau. Ja, Freunde, wenn euch das gefallen hat, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wollt ihr so ein Video von René und Kathi sehen? Mich würde es interessieren. Boah, mich würde es echt interessieren, wie verschieden René und Kathi sind. Ja. Da sind Welten dazwischen. Ja, bestimmt, oder? Ja. Schreibt es in die Kommentare, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, Daumen hoch da lassen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und wir sehen uns bald. Nächstes Mal. Ganz genau. Ciao. Ciao.